Einfach nur Bosskampf. Einfach nur Items kaufen, keinen Bosskampf. Jetzt will ich zum Bosskampf, ja? So drehe ich mir selber die Wörter im Mund rum, ja? So. Ach, egal. Wir reden nicht mehr drüber. Wir tun so, als hätte ich das nie gesagt. Und spielen jetzt einfach mal weiter und gehen jetzt endlich mal zum Boss in Depths 1. Gucken, was der so für uns vorbereitet hat für das Programm. Ah, jetzt haben wir keine blauen Herzen mehr. Halbes noch. Ja gut, also beim Bosskampf haben wir dann keins mehr. Wir verlieren hier schon noch eins. Also ein halbes wenigstens, oder ein ganzes auch. Boah, die sind so behindert, wie soll ich denn dagegen was machen? Boah, ey, diese Dinger, die sich so schnell bewegen. Ja, komm, ey, komm, ganz ehrlich. Jetzt kannst du mich aber auch mal am Arsch lecken. Alter, wie viel HP die mir aber auch abziehen, ne? Willst du auch mal sterben irgendwann? Danke. Boah, jetzt habe ich nur noch 4 HP. Unfassbar. 2 Herzen haben die mir abgezogen. Loki. Es gibt auch irgendwie nochmal Loki mit 2 I, die ist dann gespalten. Das einzig Nervige an Loki sind eigentlich ihre behinderten, ihre Stacheln da, die sie da hinter sich herzieht. Gegen die man nichts machen kann, weil die kann man nicht angreifen. Und ansonsten portet sie sich, spawnt diese Bombenfliegen halt. Aber damit kann man sie halt auch ganz gut selber töten. Wenn die gerade bei ihr sind und man die in die Luft jagt, dann kriegt sie damit auch schön Schaden. Und genau, wenn die Fliegen gegen dieses Stacheln fliegen, dann sterben sie auch. Ja, Loki ist jetzt eh tot. Ohne größere Probleme. Alter, okay, gut. Dogfood, 1 HP mehr. Jetzt immerhin schon 6 HP, auch wenn wir nur 5,5 haben. Wieso habe ich mein Space-Item eigentlich nicht benutzt? Ja, komm, jetzt gehen wir mal in den Arcade-Raum und verspielen unser komplettes Geld. Wow. Gut. Geld verspielen, schnell. Geld, Geld, Geld. Wird es auch gar nicht lange dauern, unser komplettes Geld loszuwerden. Aber hatte ich nicht gerade noch 30 Münzen? Wieso habe ich jetzt noch ein paar 20? Vielleicht kostet es ja in den höheren Stockwerken mehr, in diese Räume zu gehen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber möglich wär's. Noch eine Pretty Fly. Ich habe jetzt angeblich 4 Pretty Flies, dabei sehe ich nur 2. Entweder man kann nicht mehr als 2 haben, oder die werden einfach nur nicht mehr angezeigt. Die sind ja im Prinzip nur so ein Schutzschild, dass mich Kugeln nicht treffen. Beziehungsweise sie machen Gegnern Schaden. So, noch eine Fliege hier. Komm, so viele Fliegen brauchen wir nur wirklich nicht. 2 Schlüssel, das ist doch schon mal besser. 3 Schlüssel. 6 Münzen. Noch eine Münze. Muss nicht mehr was machen, die fliegen einfach in mich rein und sterben. Ich weiß jetzt gar nicht, bis wohin diese Challenge geht. Ob diese Challenge bis Moms Heart oder nur bis Mom geht. Bad guess, mir egal. Fly Love. Okay. Na also, Geld plus volle HP. Ab zum Boss. Ab zu unserer Mutter. Ah.
die sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund mit ihrem Sohn anlegen will. Dam, dam, dam. Na also. Ach, Larry Jr., ne? In so einer Mini-Version. Runter oder links lang? Runter oder... Ja, ich glaube, es ist unten. Ich gehe mal links lang. Ist eigentlich eine dumme Logik, ne? Eigentlich ist da überhaupt keine Logik hinter, aber egal. Ja, ist okay. Ja, genau. Mach mir zweimal Schaden. Boah, ey, jetzt reicht's mir aber, ja? Das hasse ich, dass sie sich manchmal einfach so behindert umdrehen. Können die damit mal aufhören? Weil wir können ihnen ja von vorne keinen Schaden machen. Nur wenn unser Cube of Meaty trifft, dann kriegen die auch mal Schaden. So, Bosskampf. Nein, nicht hier. Natürlich nicht hier. Warum auch hier? Oh, fuck. Ja, man setzt mit Steuerung Bomben. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich wollte Steuerung gar nicht drücken, aber ich habe es leider gedrückt. Okay. Guppy's Tail. Was genau macht Guppy's Tail? Ich habe keine Ahnung und wir sehen uns gleich wieder. Ich schau mal nach. So, da bin ich wieder. Okay, Guppy's Tail macht nichts Besonderes. Wir kriegen dadurch nur ein paar Kisten mehr und ansonsten eigentlich nichts wirklich Sinnvolles für uns. Das bringt einem nur was, wenn man Schlüssel hat. Jo, Guppy's Tail. Was ihr jetzt vielleicht nicht merkt, ist, dass ich das gerade nachsynchronisiere, weil ich eben so schlau war, das aufzunehmen, wo ich mein Mikro, weil ich ja kurz eine Pause gemacht habe, nach oben geklappt hatte und dann habe ich es nicht mehr nach unten geklappt und dann habe ich keinen Sound mehr gehabt. Und jetzt töten wir Larry Jr. Jetzt sind wir zum Glück nur noch 6 Minuten. Und deswegen werdet ihr das jetzt hoffentlich überleben. Ja, ansonsten Larry Jr. Ja, okay, hat uns jetzt hier einmal getroffen, der Vollidiot. Finde ich nicht okay von ihm, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe es wie gesagt nicht allzu viel verpasst. Ich sage jetzt natürlich noch nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht. Das ist jetzt natürlich noch sehr spannend. Ich laufe hier schon ganz schön gefährlich rum. Warum bin ich eben so nah an dem vorbeigelaufen? Okay, egal, wir haben ihn getötet und wir kriegen eine Kiste. Ja, Tears Down haben wir gerade da und Tears Down ist jetzt auch in der Kiste und jetzt wechseln wir zwischen Tears Down oder will ich doch lieber Tears Down? Na, ich nehme Tears Down. Okay, im Shop gibt's ja vielleicht was. Schlüssel auf jeden Fall, HP können wir auch gebrauchen. Bumfred ist für den Arsch, also würde ich sagen, Pille nehmen, Speed Up, kann nicht schaden. Sind wir nochmal ein bisschen schneller. Und wir haben ja bisher, jedes Mal haben wir unseren Crack in the Sky Angriff hier verspielt, also hat jedes Mal nicht getroffen. Das muss ich doch jetzt hier irgendwie in den Depths zweimal ändern, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon. Ja, HP hier nochmal kurz sammeln. Jetzt gehen wir mit der vollen HP nach unten. Und, ja, okay, diese Würmer sind jetzt auch kein Problem, aber an sich jetzt zur Mutter. Und dann werden wir hier der Mutter mal zeigen, was hier so abgeht. Okay, da ist eine goldene Kiste, die sich auch irgendwie komisch bewegt. Da kommen wir mal dran jetzt hier. Ohne Blut zu spenden im Idealfall. Was ist da jetzt so drin? Mal gucken. Ein Herz und eine Bombe. Grandios. Okay, egal. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Hier noch so ein kleiner Kumpel, der uns hier ein bisschen Geld gibt, so ein kleiner Bettler. Geld gibt? Nein, Geld will. Items gibt. Gott, erzähl ich einen Müll. Ja, komm, gib mal was. Ein Schlüssel. Okay, nicht schlecht. Noch was? Oh, HP up. Okay, da beschwere ich mich nicht. HP up ist immer super. 7 HP immerhin schon. Und das 2 Räume vorm Boss. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, zumal wir ja jetzt auch übel Schaden machen. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese rote Glibber-Scheiße da reinlaufen. Aber gut, okay, diese kleinen Gehirnröder sind kein Problem. Und wir machen uns auf zur Mom. Okay, die Mom ist hier in der Challenge-Form. Direkt mal hier Crack in the Sky und direkt mal fast die Hälfte der HP abgezogen. Ein Drittel oder was wenigstens. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau war. Dieses Auge kommt dann auch selten irgendwie von der Seite, aber an sich nur die Mutter am Stampfen. Hat eigentlich keine Chance. Also ich meine, ohne Witz, wir sind vollkommen overpowered gerade. Nein, eigentlich nicht overpowered, eigentlich einfach nur gut equipped. Also es ist ein fairer Kampf, aber nicht wirklich schwer. Oh, jetzt haben sie dieses dumme Auge einmal getroffen. Da lacht die dumme Mutter natürlich direkt. Denkt ihr, dass sie uns so tot kriegt? Ich glaube nicht. Naja, komm, bisher ein Hit und die Mom ist fast down.
Oh, da wurden wir eigentlich getroffen, aber das hat unsere Fliege bzw. unser Super Meat Boy abgewehrt. Und dann würde ich fast sagen, Mom, das war's mit dir. Lucky Toe haben wir bekommen. Okay, mal schauen, was das macht. Und jetzt das ganz normale Ending. Das allererste Ending. Ja, ja, da hat der Isaac hier schon ein bisschen Angst zu sterben, weil seine Mutter sich mit dem Messer über ihn beugt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. But just as he accepted his fate, God intervened. Ja, komm, Isaac. Sending an angel down from ja, above to Gott, stop his Gott schreit head. Ein. Und just like that, badaboom! It was over. Und da freut sich der Isaac, springt auf seine Mutter, er und Mom, und freut sich seines Lebens. Aber das war natürlich alles nur ein Traum, da hinten ist die echte Mutter und gleich geht der Kampf weiter. Und mit gleich meine ich beim nächsten Mal. Und mit beim nächsten Mal meine ich in den Leveln 7 und höher. Ja, okay, das ist jetzt hier das Outro. Das kann man irgendwie nicht überspringen. Ich habe es probiert. Irgendwie geht das nicht. Schauen wir uns das halt nochmal an hier. Was für Leute haben wir denn hier? Maus, Boomfly, Goblin oder Globin oder wie er hieß. Boyle, Hopper, Mr. Man, Sucker, Leech, Mothers, irgendwas. Maliboom, W.Gut, W.Boyle, Keeper, Chubber, Spit, B-Licker, Swarm, Mask plus Herz, Monstro, Larry Jr. Ja, jetzt kommen die Bosse. The Duke of Flies, Gemini, Chubb und Peep. Peep haben wir ja vorhin auch bekämpft. Fistula und Gertie. Loki und Monstro 2. Und natürlich die Mom. Okay, und natürlich Isaac, ne? Isaac der Wichtigste hier. Ja, okay, schauen wir mal mit den Challenges nach. Die haben wir jetzt geschafft hier, genau, 7 Years Bad Luck. Ansonsten, es gibt jetzt hier noch Large March, da ist man so ein bisschen dick. Da hat man diesen Fetteimer, dann 9 Death. Bei 9 Death wiederum hat man 9 mal ein Herz. Lord of the Flies, irgendwas mit Fliegen, weiß jetzt gerade nicht, was es ganz genau ist. Doctor's Revenge mit Dr. Fetus, hammergeil. Hammergeil, muss ich unbedingt irgendwann spielen. Meat Forever mit Super Meat Boy auf höchster Stufe. Spider-Boy ist, dass man diese Quad-Shot hat und Isaac was good today. Da fliegt man so ein bisschen rum. Die 10. werden wir irgendwann freischalten. Und ich würde sagen, wir haben noch 5 Sekunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.